Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Vortrag. Da ist auch schon Jan Kortmann. Er ist Oberassistent am Institut für Baubetrieb der TU Dresden bei Professor Jehle und er wird uns über die Ressourceneffizienz von Carbonbeton berichten. So, auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag hier zu diesem Nachhaltigkeitstag. Der Vortrag war schon ein gutes Fundament, um jetzt mal das Thema graue Emissionen anzugehen. Und wir haben hier den Baustoff Carbonbeton einmal betrachtet. Ich selbst bin am Institut für Baubetriebswesen, gehöre also nicht zu den eigentlichen Vätern und Müttern des Baustoffes, aber wir haben hier gezielte Fragestellungen zu Carbonbeton betrachtet. Worum geht es bei Carbonbeton? Im Bauwesen ist es allgemein so, dass wir viele Ressourcen natürlichen Ursprungs in Form von Sanden und Kiesen einsetzen, um den Baustoff Stahlbeton herzustellen. Zusammen mit Zement, der in Summe ca. 8% der CO2-Emissionen weltweit verursacht, im Vergleich dazu der Flugzeugverkehr mit 2,5% oder der Kontinent Afrika mit 3,5%. Zeigt eindeutig, was das hier für ein Hebel ist, wenn es uns gelingt, schlanker zu bauen. Der bisher am meisten eingesetzte Baustoff im Bauwesen ist bekanntermaßen Stahlbeton. Diese Konstruktionen sind im Allgemeinen sehr langlebig. Kommt es aber in der Planung oder der Ausführung zu Mängeln, können diese Bauteile durch die eingesetzte Stahlbewehrung korrodieren und frühzeitig ihr Lebensende erreichen. Hier nochmal die Stahlbewehrung, die im Bauwesen üblicherweise als Mattenbewehrung oder als Stabbewehrung eingesetzt wird, wird durch eine Mindestbetondeckung, die in zum Beispiel Küstenumgebungen mit aggressiven Salzwässern und salzhaltiger Luft bis zu 7 cm betragen kann. Dies führt dann zu sehr massiven Bauteilen, die dann für den entsprechenden Ressourcenverbrauch sorgen. Wenn wir uns mal betrachten, dass wir diese korrodierende oder korrosionsanfällige Bewehrung ersetzen können durch nicht korrodierende textile Bewehrungsstrukturen, wie man es zum Beispiel hier sieht, anhand einer Carbonmatte, so lassen sich damit viele Ressourcen einsparen, da diese umgebende Mindestbetondeckung entfallen kann für eine gute Dauerhaftigkeit, beziehungsweise dann merklich reduziert wird. Sie sehen hier auf dem rechten unteren Bild mal einen Vergleich zwischen einem Stahlbetonträger rechts und einem Carbonbetonträger links. Hier konnten ca. 50% der Bauteilmasse bei gleicher Tragfähigkeit erreicht werden. Es gibt zwei verschiedene Bauweisen mit Carbonbeton zu bauen. Das eine wäre links oben mal die Herstellung von Neubauteilen, wie hier mal am Beispiel einer Fassadenplatte. Im Labor lassen sich sehr schlanke Bauteile bis zu 1 cm dünne herstellen. In der Praxis ist eher von 2 bis 3 cm auszugehen für eine solche Fassadenplatte. Wenn wir bestehende Tragstrukturen aus Stahlbeton haben, wie hier am rechten unteren Bild dargestellt, so können wir diese mit Carbonbeton verstärken. Das ist die Schicht, die hier unten appliziert wurde, so kann die Tragfähigkeit der Stahlbetondecke um das 2- bis zu 3-fache erhöht werden, sodass unsere bestehenden Bauwerke damit auch dann entsprechend langlebiger gestaltet werden können. Ein Vortrag dazu kommt dann nachher am Ende von Herrn Dr. Schumann, der Ihnen das dann noch konkreter erzählen wird. Was wurde bisher umgesetzt? Es wurden bisher ca. 100 Projekte in der Carbonbetonbauweise hergestellt. Sie sehen hier eine Vielzahl dieser Bauwerke. Ein großes Spektrum findet sich im Brückenbau, sowohl im Neubau wie links oben und Mitte oben, als dann auch in der Verstärkung rechts oben. Genauso gut lassen sich Sandwich-Elemente, wie in der Mitte dargestellt, herstellen, aber auch großformatige Fertigteile wie links unten ein Bahnsteigelement beziehungsweise rechts unten eine Fertigteilgarage. Allen war um die Entwicklung bei Carbonbeton klar, dass wir hier frühzeitig bestimmte Fragen beantworten müssen, die zwangsläufig auftreten,
Diese betreffen beispielsweise die Recyclingfähigkeit oder den Gesundheitsschutz. Dafür wurden in gezielten Projekten Carbonbetonbauteile hergestellt. Diese wurden mit handelsüblicher Technik abgebrochen, um dann zu schauen, ob man diese Bewehrung, also die Matten oder die Stäbe, wieder aus dem Beton separieren kann. Sie sehen hier im rechten oberen Bild das Ergebnis der Sortierung. Man bekommt den Beton und die Carbonbewehrung mit Sortiertechniken getrennt. Dann stand für uns fest, dass wir hier erst am Anfang des eigentlichen Recyclings stehen. Und zwar begeben wir uns hier auf den Pfad, wie es auch die Automobilindustrie oder die Flugzeugindustrie tun muss. Diese kurzen Fasern, die aus den Bauteilen heraussepariert wurden, werden in Textilmaschinen aufgearbeitet, sodass man hier so eine Garnrolle hat. Und dann ist jetzt schlussendlich das Ziel, aus diesem recycelten Garn wieder ganze Bewehrungsstrukturen herzustellen, die man dann wieder im Beton einsetzen kann. Das wäre dann für uns ein geschlossener Kreislauf, sodass wir hier die Carbonfaser oder die Carbonbewehrung oft oder vielfach im Wertstoffkreislauf fahren können. Am Ende nur noch ein kleiner Ausblick. Uns geht es ganz speziell im Institut darum, dass wir halt uns neue Bauprodukte anschauen und da die Fragen zum Gesundheitsschutz und zur Recyclingfähigkeit von vornherein beantworten oder versuchen zu beantworten, weil das aus unserer Sicht ein sehr wichtiger Punkt ist, um wirklich die Ressourceneffizienz eines Bauproduktes oder Produktes im Allgemeinen bewerten zu können. So, jetzt habe ich in der Kürze ein Schlaglicht auf das Thema Carbonbeton und die Ressourceneffizienz gezogen und freue mich dann nachher auf Ihre Fragen. Vielen Dank.